Geht das? Mhm. Sollen wir einfach gleich runter oder was machen? Mhm. Hä? Schau mal. Tja, jetzt kannst du reinzoomen, gell? Verkackt. Jetzt sind der Haar schon schwer. Ja, komm, geh mal schnell. Leute, heute hoffen wir, dass das Bild ein bisschen besser ausschaut, weil der liebe Viktor hat ein neues Gimbal bekommen, mit dem er jetzt filmen kann, auch wenn der Arm schon schwer wird. Geht's noch? Klar. Wetter, Tom, jetzt weiß ich, wie du hinkommst, ne? Wie schwenken wir jetzt darüber? Ja, ja. Ja, nach oben schwenken ist ein bisschen. Ich muss noch ein bisschen gucken, wie ich das Handling so. Soll ich dich mal kurz filmen, wie du dabei ausschaust? Ja, zeig mal schnell, wie man so machen. Leute ein Gefühl davon kriegen. Hallo! Hallo! Super schaust du aus. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Leute, heute, Wetter ist super bescheiden, wir haben auch nicht viel Zeit, es ist relativ viel los im Moment. Wir würden gerne ein bisschen mehr Videos machen, aber es ist einfach schwer. Aber wir haben noch was nachzuholen, und zwar der TTRS mit 500 PS Leistungssteigerung. Wir haben den bis jetzt noch nicht auf dem Prüfstand gehabt. Das hatte ich mal versprochen. Aber mein Auto ist irgendwie die ganze Zeit unterwegs und ist nie da. Und heute holen wir das nach. Mein Auto ist zwar immer noch nicht da, aber wir nehmen einfach einen anderen und gucken mal, oder? Ja, wir haben ja genug. Ja, ist ja genug für alle da. Was sind wir? Da freuen sich schon wieder, wenn wir kommen. Haben Sie gekriegt? Hast du schon gesehen? Hä? So! Was muss ich machen? Ja, du musst jetzt einen Prüfstandporn machen. Einen Prüfstandporn? Ja, musst dich jetzt beweisen auf jeden Fall mit dem. Sag mal, willst du jetzt mal kurz beweisen, ob du es kannst oder nicht? Ja. Okay, viel Spaß. Hagelt ganz leicht im Allgäu. Leg mal los! Leg mal los. Jetzt weiß. Warm fahren den Koffer, damit das ja auch passt, ne? Damit auch die volle Leistung hat, weil der regelt ja ab. Ich erkläre jetzt gleich mal, was wir gleich machen. Wir haben es schon mal gemacht, als er noch nicht die Leistung drin hatte, aber wir sind ja seitdem, wir sind seitdem dazugekommen, bestimmt 70.000 neue oder so, ne? Also total crazy auf jeden Fall. Sehr viele von euch. Nur zur Erklärung, was wir hier machen. Also wir starten das Auto, wir machen ESP aus, wir starten im ersten Gang, das heißt, wir versuchen ganz langsam nur loszurollen und schalten dann hoch bis in den vierten Gang, weil das der direkte Gang ist. Und in dem beschleunigen wir dann, ich schätze halt, da sind wir so ungefähr bei knapp unter 40, mit dem Gang beschleunigen wir dann voll durch. Das ist im Prinzip die Messung, ne? Das heißt, wir beschleunigen bis zum Drehzahlbegrenzer. Wenn wir im Drehzahlbegrenzer sind, hauen wir neutral rein, lassen das Ding ausrollen und dann haben wir eine Messung, die können wir uns anschauen, dann haben wir Werte und dann wissen wir, was Sache ist. Der hat jetzt die 500 PS, also Ladeluftkühler, der hat die Abgasanlage von uns drin. Das ist ein TTRSR, also der hat natürlich alles, ne? Aber um die Leistung, um die 500 PS zu erzielen, müssen wir oder verbauen wir die Abgasanlage auch mit. Sonst ist es ein bisschen zäh, da hinzukommen. Ja? Okay. Dann würde ich sagen, legen wir los. So. Dritter Gang. Vierter Gang. So, und jetzt geht's los. Jetzt beschleunigen wir durch. Da sehen wir schon schön die Kurve, wie sie hochkommt. Knapp über 200, Begrenzer rein, Gang raus, ausrollen lassen.
war's. So, wenn wir den jetzt ausrollen lassen, nur mal zu eurer Erklärung. Es gab ja zwei Phasen beim TTRS. Es gab den, so wie meiner auch war und so wie der auch ist. Das heißt, die Autos, die vor 2017 zugelassen wurden, die wurden ausgeliefert. Davon gab es nur ca. ich glaube 2.500 ungefähr in Deutschland, irgendwie sowas um den Dreh. Auf jeden Fall war ja dann Auslieferungsstopp. Und was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die vor 2017 ein bisschen mehr Leistung haben. Also irgendwas wurde da auf jeden Fall geändert. Die vor 2017 waren eher so, dass die teilweise ein bisschen nach oben gestreut haben. Also die hatten auch mal 420, 425, 410, je nachdem. Wir hatten ja 5 verschiedene da, da waren schon ein bisschen Unterschiede drin. Bei den neueren Modellen ist es nicht so der Fall. Also da ist es weniger. Gerade jetzt zum Beispiel RS3 oder RS3 Limousine, da sieht man auf jeden Fall, dass es nicht der gleiche Stand ist, wie jetzt hier. So, jetzt schauen wir es uns mal an. Hast du die Luft gemacht? Ja. Ja. Ein Ticket spät auf dem Gas, aber sonst passt es. Ja, gut, ja. Einfach frei. Ja, die Reaktionszeit, als Rennfahrer hat man nicht so gute Reaktionszeit. Ja, klar, genau. So, aber wir haben eine P-Norm, eine P-Mod, eine Radleistung und eine Schleppleistung. Die Normleistung ist errechnet über EWG, das heißt Parameter wie Luftdruck, Umgebung, Ansauglufttemperatur, das ist mit Stand kennzeichnet, wird errechnet. Das ist ein fester Faktor. Wenn man Motorleistung, die Motorleistung ergibt sich aus einer Verlustleistung, das heißt Prüfstand, Auto, Antriebsstrang. Und der Radleistung ergibt die reine Motorleistung vom Auto. Das ist eigentlich das, was oft auch ausschlaggebend ist. Und da sind wir bei fast 500 PS nur Motorleistung. Und die Norm, die M-Norm, das ist das Drehmoment, wird auch wieder errechnet. Mhm. Man kann auch Autos ohne Korrekturfaktor rechnen, dann ist das alles weg, dann siehst du nur die zwei Werte. Dann hast du auch weniger, aber es ist TÜV-Eintragung und das Ganze geht über eine EWG-Norm. Okay. Und nach welchem Wert richtet man sich jetzt? Der obere, die Norm. Der obere? Ja, genau. Das heißt, so misst auch ein Hersteller? Nach so einem. Ja, die haben ein bisschen andere Dinge, aber es sind auf die Norm, wo auch eingetragen sind. Ja, ja. Genau. Ja, richtig. Das heißt, und je nachdem, wenn du halt woanders mischst, mir halt im Allgäu ein niedriger Luftdruck. Und, man hört aber auch gar nicht, dass wir aus dem Allgäu hier sind. Ne? Also wenn die halt Richtung Meereshöhe gehen, dann steigt der. Und dann wird auch der Wert von der Norm anders, weil der Luftdruck ist in einem anderen Rechnungsbereich drin. Also das ist manchmal dann oft, wenn du Richtung Holland oder irgendwo gehst, hast du halt oft mehr Motorleistung wie Normleistung. Okay. Das heißt, es ist aber ein Motor, der auf jeden Fall ein bisschen nach oben streut, oder? Mhm, oder ja. Haben jetzt nicht alle so? Nein, das ist unterschiedlich. Die variieren alle ein bisschen. Zwischen 10 und 15 PS, also kein Problem. Heute natürlich perfekte Bedingungen. Kalt, kalte Luft. Ja. Ist immer gut. Kalte Luft ist immer gut. Guck mal, schön. Ist das ein RS3 oder ein S3? RS3, gell? RS3. Ah. Bis die Tage. Bis die Tage. Komm, vielleicht nächste Woche mal. Ist der nächste Woche noch da hier, der Kollege? Ja, bei uns, ja. Geil. Soll mal holen. Ciao, ciao. Ciao, danke. Ah. Was ist hier los, ey? RS3 Party, RS3 Limo, RS5, RS3. So viel gutes Zeug. Wir müssen aber halt mal vielleicht wahrscheinlich auf nächste Woche warten. Meine Cyrus hier, ey. Ja, das ist mega. Dann kann ich halt auch so damit rumlaufen. Sagen, ja, passt. Aber fällt dir nicht immer das Ding ab? Der Arm? Ja. Ja. Muss halt trainieren, weißt du? Schau mal, wenn du wieder dreimal drauf drückst, 1, 2, 3, Matzi. Schau mal an, ey. Jetzt kommt echt der Winter, ne? Schau es dir an, Mann. Oh nein. Was eine Kacke, ey. Das Gute an der Sache ist, Leute, für Sturm, Hagel, egal, Blitzeinschläge, egal was, hilft euch die Dunlop Abt Carbon Cap in jeder Lebenslage mit einfach All-Wetter-Schutz. Deswegen schnell zuschlagen. Beste, ey. Wisst ihr Bescheid? Wir haben gar nicht mehr so viele, gell? Nein, wir haben auch nicht mehr viele. So, fertig für heute, Freunde. Kommst du hinterher? Hä? So, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut war mit dem Gimbal oder nicht, aber wir hoffen einfach mal. Jetzt haben wir endlich das mal nachgeholt, ne, mit der Leistungsmessung. Ich finde es jedes Mal wieder spannend. Ich glaube, dass viele von euch es jetzt auch das erste Mal sehen und es hoffentlich spannend finden. Es kam beim letzten Mal schon gut an, das mal zu sehen. Oh, okay, jetzt läuft es doch um mich herum, oder? Special Effekt, oder was? Und ja, an der Stelle auch nochmal ein fettes Dankeschön. Wir sind bei 95.000 Abonnenten. Boah, wird gerade schwindelig. 95.000 Abonnenten, das ist unmenschlich krass. Ich freue mich sehr, wir haben bald die 100.000 geknackt, das war das Jahresziel. Ich freue mich, falls ihr irgendwelche Ideen habt, was wir bei 100.000 machen sollen, lasst uns mich wissen. Ansonsten, danke
fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wie gewohnt in der nächsten Woche wieder. Haut rein, Freunde. Bis dann. Ciao.